Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Ich bin's wie immer Gunshot und heiße herzlich willkommen zum letzten, leider erstmal letzten Part zu den Fragen und Antworten zu Escape from Tarkov, die wir im Endeffekt ja von der offiziellen Seite, also von der Homepage von Escape from Tarkov waren, weil gerade mich ein paar Fragen erreicht haben, woher ich denn diese Fragen und die Antworten überhaupt habe. Wie gesagt, von der Homepage direkt oben seht ihr direkt dieses Fax-Symbol, einfach mal, also F.A.Q. Da klickt ihr einfach drauf und dann seht ihr die Fragen selber auch nochmal auf Englisch. Ja, meine Freunde, natürlich werde ich euch weiter informieren, falls neue Fragen und Antworten dazukommen sollten. Die werde ich dann natürlich auch zeitnah präsentieren, sobald die mir halt vorliegen. Ansonsten bleibt uns erstmal nichts anderes übrig, als abzuwarten, dass die Alpha startet und ja, dann wird es sicherlich noch einiges zu reden geben, gerade natürlich über die Inhalte, die die Entwickler uns dann auch erzählen lassen, da ja immer noch das strikte Verbot besteht, über die Closed Alpha zu reden oder geschweige denn Videomaterial etc. pp. Anzufertigen und zu veröffentlichen. Aber sei es drum, wir legen jetzt erstmal weiter los mit den Fragen 161 bis 178. Ja, meine Freunde, ich habe ja ein paar Fragen ausgelassen. Nein, es sind insgesamt drei Stück. Eigentlich sind es 181, aber wie gesagt, drei Stück waren irgendwie doppelt drin, die ich rausgelassen habe. Gut, legen wir los mit der Frage Nummer 161. Wo kann ich das Spiel vorbestellen? Ja, liebe Freunde, das könnt ihr nur auf der offiziellen Webseite www.escapefromtarkov.com/preorder-page. Frage Nummer 162. Wann wird das Spiel auf Steam veröffentlicht werden? Ja, meine Freunde, einige Zeit, nachdem das Spiel auf der eigenen Plattform released wurde von den Entwicklern. Frage Nummer 163. Wenn ich vorbestelle, nachdem die Beta gestartet ist, habe ich dann immer noch Beta-Zugang gewährleistet? Ja, meine Freunde, man erhält auch Zugang, während die Beta in Gange ist. Also macht euch da keine Sorgen, falls euch das erst in der Beta einfallen sollte oder ihr dann erst die Entscheidung treffen könnt. Frage Nummer 164. Werden wir alle Boni-Pakete nach dem Spielrelease kaufen können? Dazu sagen die Entwickler, liebe Freunde, nein. Nach der Veröffentlichung wird es andere Pakete geben mit wesentlich weniger Boni als zurzeit. Frage Nummer 165. Wird es Alpha- oder Beta-Tests für Mac geben, also für Apple? Dazu sagen die Entwickler, dass das sicher ist, aber erst nach dem PC-Release. Frage Nummer 166. Wird das Spiel günstiger, nachdem Alpha- und Beta-Tests vorüber sind? Also das Spiel wird eventuell sogar schon direkt bei Release günstiger vom Preis gemacht. Frage Nummer 167. Wird es eine Verkaufsversion des Spiels geben? Ja, liebe Freunde, es wird eine Retail-Ausgabe geben. Frage Nummer 168. Ist der Retail-Preis dann der endgültige Preis? Ja, liebe Freunde, das ist dann der endgültige Preis, sagen die Entwickler. Frage Nummer 169. Was passiert, wenn wir vorbestellen und es passiert, dass das Spiel aus unerfindlichen Gründen nie versandt wird? Also, liebe Freunde, da könnt ihr im Endeffekt eine Rückerstattung geltend machen, was die Vorbestellung angeht. Aber wir wollen natürlich nicht hoffen, dass dieser Fall überhaupt eintritt. Ansonsten, liebe Freunde, natürlich an den Support von Battle.net Games wenden. Frage Nummer 170. Wird es ein Reset der Fortschritte geben und wenn ja, auf welcher Testphase? Also liebe Freunde, es wird Resets sowohl im Alpha- und Beta-Stadium geben, aber natürlich die Spieler, die das Spiel halt vorbestellt haben, werden mit ihren jeweiligen Equipsets zum Release starten. Frage Nummer 171. Was bedeutet die einzigartige Ingame-ID? Also diese einzigartige Ingame-ID, meine Freunde, bedeutet, dass ihr im Endeffekt ein einzigartiges Symbol vor dem Benutzernamen habt, ein einzigartiges Aussehen der Spielerkarte und wahrscheinlich ein einzigartiges Spieleraussehen, also Gesicht oder Kopf. Frage Nummer 172. Wofür genau ist der einzigartige Container? Also liebe Freunde, man kann diesen verwenden halt, um Elemente zu speichern, die man im Falle des Todes halt in Raids nicht verlieren will. Frage Nummer 173. Was genau werden die zusätzlichen Ausrüstungen und Ressourcen in einem Versteck sein? Also der genaue Inhalt ist noch nicht festgelegt, aber es wird Nahrung, medizinische Versorgung, Munition, Waffenteile und Handelspositionen enthalten. Frage Nummer 174. Wie groß ist der Unterschied vom Feldrucksack zum Standardrucksack? Also der Feldrucksack hat wesentlich mehr Inventarslots. Frage Nummer 175. Das Tactical Combat Tomahawk ist nur ein anderer Nahkampfwaffenskin oder ist dieser irgendwie anders als die Standard-Nahkampfwaffe?
Also liebe Freunde, Tactical Combat Tomahawk ist definitiv anders. Also alle Nahkampfwaffen im Spiel sind unterschiedlich und haben auf jeden Fall ihre eigenen einzigartigen Eigenschaften. Frage Nummer 176. Gut mit allen Händlern zu stehen, bedeutet was genau? Also das bedeutet, dass Händler einen besser behandeln, also uns bessere Preise machen und vor allen Dingen eine größere Auswahl an Waren anbieten. Frage Nummer 177. Mehr Geld am Anfang durch die unterschiedlichen Pre-Order-Packs bedeutet wie viel genau? Also dazu sagen die Entwickler, dass es wohl 2 bis 3 Mal mehr als in der Standard-Edition sein werden. Und liebe Freunde, vorerst die letzte Frage, die Frage Nummer 178. Die Riesen-Stash-Größe ist 10x60 Slots, das ist bekannt, aber wie groß ist das Standardversteck? Das Standardversteck bzw. der Standard-Stash ist 10x20 Slots groß. Ja, meine Freunde, damit war es das auch erstmal zu den Fragen und Antworten. Wie gesagt, in den letzten Parts haben wir ja die Fragen 178 bis 1, also umgekehrt, durchgenommen. Und ich denke, mittlerweile sollte für jeden auch mal eine Frage dabei gewesen sein, die er vorher noch nicht beantwortet oder gewusst hat. Ich werde mich natürlich regelmäßig weiter zu Wort melden, was Escape from Tarkov angeht. Natürlich, weil ich das alles weiter im Auge für euch behalte und euch darüber informiere, wie denn genau der Fortschritt ist. Allerspätestens natürlich kurz vor Alpha-Release und sobald ich meinen lang ersehnten Key habe, um schon vorab zu laden. Ja, ansonsten soll es das mit diesem Video, meine Freunde, erstmal gewesen sein. Falls ihr selber jetzt immer noch Fragen habt, schreibt sie mir einfach mal in die Kommentare, vielleicht kann ich da was rausfinden, vielleicht kann ich euch dort noch die Erleuchtung bringen, ich kann aber nichts versprechen. Und meine Freunde, falls euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, falls nicht, wie immer konstruktive Kritik in die Kommentare. Und ansonsten, liebe Freunde, eine ruhige Restwoche, bald ist wieder Wochenende. Und bis dahin, liebe Freunde, wünsche ich euch wie immer was, euer Gunshot.